Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Infraspace hier bei Heisenberg Zockt, hier in unserem gewaltigen Städtchen. Ja, jetzt ist es nicht mehr groß, jetzt ist es plötzlich gewaltig. Schau an, schau an. Nein, groß ist es natürlich auch. So, wir sind stehen geblieben beim VR-Edutainment. Da müssen wir mal gucken. Das wäre hier, das wäre mal die Fabrik für Holodisplays. Man sieht, hier fehlt Iridium-Erz. Iridium-Erz hätten wir zum Beispiel hier oben noch. Ich würde sagen, da schlagen wir doch gleich mal zu. Gleich mal als erstes. Einmal Bagger, einmal ein Groß. Iridium haben wir hier. Gleich mal ordentlich was hinstellen hier. So, weil ich weiß jetzt nicht, fehlt da Iridium grundsätzlich oder ist eigentlich egal. Wir machen das jetzt einfach und dann versuchen wir, dass wir irgendwie eine Direktverbindung nach da hinten hinkriegen. Ich glaube, das haben wir jetzt ein, zwei Mal gemacht. Das hat eigentlich schon Zukunft. Dass wenn man eben guckt, dass das Iridium dann wirklich auch problemlos dahin kommt, wo es gebraucht wird. So, einmal so. Hier noch durch, zwitschern, einmal so, das passt schon mal. Und jetzt brauche ich noch hier natürlich eine Straße. Ja, und zwar, ne, ich würde sagen hier hin, die wollen ja wahrscheinlich eher da runter. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal diesen. Strom habt ihr auch keinen. Kriegt er, kein Ding. Können wir eigentlich sogar mit denen hier machen, guck mal. Das ist doch eigentlich fast die günstigere Variante, denke ich. So, einmal dahin. Jetzt hat der hier hinten noch keinen Strom. Der kriegt auch noch. Zack, einmal dahin. Dann müsste das alles unter Strom stehen. Sehr gut. Also, jetzt haben wir Folgendes. Wir düsen hier lang, hier runter. Und brauchen das Iridium da hinten. Das ist natürlich von einem Direktweg her relativ schwierig. Was könnten wir denn machen? Wir kommen hier nicht runter. Das geht nicht. Wir kämen. Oh, aber guck mal, wir kämen doch hier, kämen wir doch runter. Wenn wir irgendwie so uns runterschlingern, das haben wir ja schon mal gemacht. Hier hinten ist dann Map-Ende, das ist eigentlich egal. Oh, hier ist aber... Aha, okay, da haben wir noch was nicht ideal. Ja, so, so ist besser, so ist schöner. Hier stehen sie aber wieder, da sind die Lager wieder voll. Kommen denn die Fahrzeuge hier wirklich rauf? Ich sehe hier kein einziges Fahrzeug. Das müsste doch eigentlich schon funktionieren. Das hier ist Uranerz. Ist ja nicht, dass wir das im Übermaße hätten. Also die arbeiten schon mal. Jetzt frage ich mich, ja, ich mache mal Folgendes. Ich versuche mal, ob ich hier runterkomme. Ob das irgendwie geht. Irgendwie so, so. Ja, da haben wir da schon eine Fehlermeldung. Dann kommt das wieder weg. Nein, nicht Einbahnstraße brauchen wir hier tatsächlich nicht. Irgendwie, nee, Moment. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Aha. Okay, das würde gehen. Ja, wenn wir hier so stetig runtergehen, dann funktioniert es. Gut, das können wir wieder kappen. Und dann haben wir hier eine Verbindung. Eine Verbindung haben wir noch nicht, das gebe ich zu, aber sowas ähnliches. Mal hier hin. Und jetzt von hier nach hier vorne würde ich vielleicht sogar zu einer Autobahn greifen. Dass wir das so machen, dass wir ein bisschen schneller nach da vorne kommen. Einmal so. Und hier rein. Wo war das mit dem Iridium? Jetzt ist es weg. Jetzt haben sie Iridium. Ist nicht wahr. Ja, da hinten fehlt noch ein bisschen was. Ich würde die Autobahn mal hier hinhängen. Dass wir hier reingehen. So, zack. Da haben wir sie. Ja, sehr gut. Wohnungen. Oh, uns fehlen Habitate. Le Habitat. Können wir hier nicht ransetzen. Autobahn. Autorüt. Nicht gut. Haben wir hier noch eine normale Straße, wo wir noch ein paar Wohnungen hinkriegen? Sag mal. Hier, da passt. Ne, da passt nichts rein. Aber hier. Aber so eine einzelne ist ja auch doof. Oh, und hier ist halt wieder Baumaterial. Das heißt, hier haben wir wieder den obligatorischen Stau. Hier lasse ich mal noch Platz, damit wir noch ein bisschen Luft dazwischen kriegen. So, und ansonsten. Doch, hier passt noch eins rein. Luft hatten wir hier. Jawohl, passt. Schön. Es ist nicht zu sagen mit diesen Baumateriallagern. Gibt's doch nicht. Ein Riesenstau. Das Teil muss weg. Wir machen mal Folgendes. Ich mache hier mal eine Straße. Moment, aber gerne eine Betonstraße. Einfach hier hin. So, zack. Und wenn ich jetzt dich schnappe und hier hinhänge, ja, noch ein bisschen rutschen, dann sollte der Stau hier entstehen. Dann sollten wir hier eigentlich Ruhe haben. Weil viel breiter geht die Straße nicht. Uiuiui, das ist aber schon. Aha, dann fahren die hier lang. Okay. Das wäre sogar eine Autobahn. Ist aber auch schon relativ gut besucht. Die wollen alle zum Bahnhof oder viele von denen. Ne, die wollen hier lang. Die wollen hier quer durch die Stadt durch. Naja gut, aber hier hinten ist der Stau weg.
Ich glaube schon, der Stau hatte primär damit zu tun, dass hier wieder dieses Baumaterialteil stand. Hier stehen sie aber ordentlich. Oder wir könnten natürlich, wisst ihr was, wir machen hier eine kurze Alternative rein. So, mal nach da vorne. Mal gucken, ob es was bringt. Jetzt wurde der Verkehr resettet, das können wir nicht für voll nehmen in dem Sinn. Ja, aber es verflüssigt sich. Gut, wie sieht's aus? Das ist okay. Strom. Ja, wird dann auch wieder zum Thema. Oder, nee, wir haben sogar zu wenig Strom, sehe ich das richtig? Nee, wir haben genug. Aber hier, Nanoröhren. Es ist ein Kreuz mit diesen Nanoröhren. Und VR-Edutainment haben wir hier tatsächlich auch ein bisschen zu wenig. Ich würde mal schnell warten mit den Nanoröhren. Ich mache noch ein bisschen VR-Edutainment hin. Das ist neu. Das gefällt mir. So, wo haben wir's? Fabrik für VR-Brillen. Okay. Kriegen wir irgendwo einen Bonus? Nee. Hier nicht, hier auch nicht. Wahrscheinlich wieder. Was fehlt denn hier? Sand? Allen Ernstes, hier fehlt Sand. Könnt ihr haben. Sand ist kein Problem. Ich mache die mal hier hin. So, wir verzichten mal auf den Bonus oder kriegen wir den Bonus dann von den anderen Teilen? Moment, wir gucken gleich. Oh, jetzt geht uns wieder. Ah, jetzt geht uns wieder Stahl aus. Dabei, wir produzieren ohne Ende. Ich mache mal schneller. So, und brauche. Genau, die Fabrik für Holodisplays. Ich glaube, jetzt habe ich es genau falsch rum hingesetzt. Aber ich glaube, der Bonus greift eben trotzdem. Strom haben sie hier auch keinen. So, aber grundsätzlich müsste das funktionieren. Wenn sie Strom haben, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Aha, man sieht, hier fehlt was. So, nach hier hinten, nach hier rauf, dann haben wir alles drinne. Ja, und jetzt ist die Straße wahrscheinlich ein bisschen optimistisch dünn. Da könnte man dann auch noch was machen. Und hier geht es halt genau wieder in den Stau rein. Hier ist auch so ein Riesenstau. Ist hier irgendwo ein Baumaterial, Kollege? Ja, natürlich, hier unten. Das ist ja echt nicht wahr. Naja, gut. Was wollte ich denn jetzt noch gucken? Tatsächlich Sand. Eieiei. Große Sandmine. Hier oben, da fehlt Sand. Da kann ich wieder nicht ranbauen. Das ist halt auch wieder eine Autobahn. Hier kriege ich noch was hin. Hier noch. Hier noch. Hier oben hätten wir schon. Und hier kriege ich wieder nichts mehr hin. Und hier auch nicht. Ja, ob jetzt die zwei Bagger da reichen, das ist natürlich schon ein bisschen eine Frage für sich. Machen wir folgendes. Wir schnappen uns nochmal eine normale Straße. Düsen mal hier lang. Düsen hier rein. Jawohl, das hat schon geklappt. Und dann können wir die Bagger, und zwar die großen gerne, nämlich hier noch hin pflanzen. Wenn die ja so dringend Sand brauchen, dann kriegen die hier auch wirklich ein paar Bagger. So, jetzt wird gebaggert. Ich hoffe, das hilft. Gut, VR hat sich erledigt für den Moment. Neuralprozessoren sind rot. Und die Nanoröhren sind halt auch rot. Und zwar die Nanoröhren massiv. Guck mal, 293 brauche ich noch hier. Ja, dann würde ich erstmal nochmal Nanoröhren machen. Nanoröhren brauchen wir auch, ohne Ende. Das ist faszinierend. Wo waren die? Hier. Die Nanoröhren. Oh, und guck mal, wie schön. Da kriegen wir Bonus. Das freut den Heisi. Ja, was ihn nicht freut, ist, dass die Nanoröhren zu teuer sind mit 200 Stahl. Wenn wir die hinstellen, dann ist relativ schnell Feierabend. Dass wir da nichts mehr hinstellen können sonst. So, einmal so, einmal so, einmal hier rauf. Dann hat der auch Strom. Im Sand hat sich's geregelt hier. Und die Neuralprozessoren. Ja, ich würde halt die Nanoröhren tatsächlich jetzt ein Momentchen außer Acht lassen. Die sind mir zu teuer. Wir können die nicht wirklich bauen. Neuralprozessoren. Die hatten wir auch irgendwo. Da, Neuralprozessoren. Ja, die kosten 150 Stahl. Also viel besser ist das natürlich dann auch nicht. Und die wollen alle diese Sandteile. Dann machen wir hier oben mal noch ein paar hin. Ja, und schon ist wieder Feierabend. Okay, wir brauchen mehr Stahl. Ich muss mal ganz kurz gucken. Für Stahl brauchen wir Eisenerz und wir brauchen Kohlenstoff. Hier hätten wir, nee, das ist kein Eisenerz, hier oben hätten wir, glaube ich, nochmal Eisenerz. Das könnte man natürlich noch schnell machen, dass wir hier tatsächlich nochmal Eisenerz uns holen. Und dann hier nochmal so einen Stapel Stahlfabriken hinstellen. Wobei, die müssten nicht unbedingt hier oben sein. Ja, aber wo sollen sie sonst sein? Also von daher, jetzt haben wir hier aber immer noch den Stau. Heiliges bisschen, okay. Ja gut, da gucken wir nachher. Jetzt müssen wir eins nach dem anderen machen. Und vor allem müssen wir hier gucken, dass wir eben an Stahl rankommen. Also, Stahlwerk. Eisen. Wir brauchen Eisen. Hier oben.
Nee, das ist Aluminium. Ach, das ist auch Aluminium. Das ist nicht mehr Eisen, das, was ich dachte. Schade. Haben wir hier immer noch ein Eisenvorkommen, das wir ankratzen können? Wir sind doch jetzt hier unten durchgedüst. Da, Eisenerz. Ist ein bisschen weit weg. Aber wisst ihr was? Wir machen hier Eisenerz hin. Also Fabriken. Das ist jetzt mein Plan. Moment. Eins nach dem anderen. Erstmal baggern. Und zwar mit der Eisenmine. Ja, das war zu nah. Werde ich gleich noch versetzen. Da geht noch so ein Teil hin. Versetzen haben wir hier. Eins rüber. Sträßchen dazu. Na, einmal so. Strom haben sie natürlich auch nicht. Der hängt jetzt aber nicht dran. Jetzt hängt er dran. Und der hängt da auch dran. Sehr gut. Strom schnell gucken. Weit, weit weg. Da müssen wir tatsächlich ein bisschen was machen mit dem Strom. Kann ich hier... Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte, zack, das Teil haben. Dass wir hier das Ganze so haben. Und dann so. Das Ganze jetzt natürlich verbinden. So, damit wir wieder nur diesen einen Stromkreis haben. Das ist die Grundidee dahinter. Hier rein. Und dann müssen wir hier irgendwo ein Kabel haben. Da unten. So, Kontrolle, Stromnetz 1. Jawohl, passt. Oh, hier ist irgendwas im Weg. Nochmal kurz schieben. Jetzt. Gut, würde passen. Nanoröhren, 800. Ja gut, jetzt kommen wir hier zu dem, was wir eigentlich grundsätzlich wollten. Nämlich, jetzt kommen hier Stahlteile hin. Und zwar in ordentlicher Menge. Und natürlich müssen wir auch gucken, dass wir hier Kohlenstoff dann noch liefern können. So, hier nochmal. Da mache ich noch eine Straße hin. Überall, wo wir den Bonus haben, nehmen wir das noch mit. Dreh dich mal. Das dreht sich langsam. So, ein Bonus haben wir da. Und hier haben wir auch noch. Allerdings, nee, da komme ich nicht mehr ran. Das sind jetzt aber doch ein paar Fabriken. Gut, jetzt eine Straße. Damit das angeschlossen ist. Und damit wir hier eben dann auch noch Kohlenstoff hinmachen können. Jetzt sehe ich gerade, das eine Ding dort habe ich nicht erwischt. Das hier auch noch nicht. Jetzt. Teilweise gar nicht so einfach. Auch wenn ich immer sage, das funktioniert eigentlich relativ gut. Da rein. Jawohl, dann haben wir das abgeschlossen. Und dann schauen wir mal. Wir haben doch hier Kohlenstofffilteranlage. Genau die brauchen wir. Und zwar auch in rauen Massen. Damit wir einfach wirklich mehr an Stahl rankommen. Sonst können wir diese Nanoröhren nie bauen. Ui, und da ist aber auch gleich Verkehr. Heieiei. So, gut, das hätten wir. Und ja, guck mal, jetzt haben wir Stahl. Jetzt können wir hier tatsächlich die Nanoröhren machen. Können wir die nicht auch gleich noch hier hinten machen? Das wäre natürlich auch noch eine Option. Wo wart ihr? Nanoröhren. Ja, da kriegen wir hier eben auch den Bonus. Genau. Also machen wir hier ein paar Nanoröhren hin. Überall, wo es geht. Überall, wo wir Bonus kriegen. Hier geht es nicht mehr. Wir machen das ganz einfach. Wir ziehen einfach nochmal eine Straße. Jetzt mache ich es aber ein bisschen breiter. So, auch so. So einen richtigen Riegel außenrum. Dann können wir ja hier rein. Das passt. Dann zurück zu... Wo sind sie denn? Meine Nano-Kollegen. Da. Nano-Röhren. Jawohl. Nehmen wir hier schön den Bonus auch mit. Die brauchen... Ja, nee, was? Jetzt muss ich nochmal gucken. Was brauchen die genau? Oh, jetzt haben wir den Stahl schon wieder weg. Wir hatten über 1000 vorher. Heiliges bisschen. Ja, aber die können natürlich alle profitieren, dass hier die Teile sind. Und sie brauchen noch Sand. Dann würde ich sagen, ja, dann gibt das hier logischerweise noch Sammin. Können die da außerhalb der Map? Ich glaube nicht. Wir machen hier mal zwei hier hin. So, Sand kriegt er auch. Man sieht, die wollen auch Sand. Und dann haben wir hier doch ein paar Nanoröhren hingestellt. Oh, die Forschung ist abgeschlossen. Recyclingzentrum. Sehr gut. Haben wir hier ein neues Gebäude. Das gucken wir uns gleich an. Ich gehe mal mit dem Tempo ein bisschen runter. Das war hier. Das machen wir mal zu. Gehen mal zur Forschung und schauen. Was wäre denn das nächste? Die Hightech-Werkstatt. Okay. Ja, da kommen wir eh noch nicht hin. Und sonst haben wir alles erforscht. Jawohl, gut. Dann forschen wir an dem rum. Sehr gut. Jetzt Recyclingzentren. Moment. Machen wir hier. Nein, das ist das Recyclingzentrum. Kostet 100 Beton und 50 Stahl. Können wir also bauen. Ist schon mal kein Ding. Die Frage ist, was machst du genau?
Guck mal, die brauchen auch Kohlenstoff und Sand. Das wäre also natürlich auch nicht schlecht, wenn die hier hinten wären, weil hier haben wir Kohlenstoff und Sand. Ich glaube, ich muss hier nochmal eine Straße ziehen. Das wird hier so richtig ein neuer Industriemoloch, so wie es aussieht. So, einmal nach hier hinten. Aha, dort geht's nicht. Doch, so geht's. Okay, und das Ganze noch in die Richtung sozusagen zumachen. Und dann würde ich hier irgendwie wieder weggehen. Ach, wir müssen das natürlich eh noch anschließen. Wir haben das hier noch gar nicht angeschlossen. Das mache ich aber wieder mit einer Autobahn. So. Dass sie hier schnell runterkommen. Zack, jetzt haben wir es. Jetzt müssen auch die LKWs dann kommen. Ja, und jetzt, was wollte ich jetzt? Irgendwas wollte ich doch jetzt. Ich komme hier vom einen ins andere. Sand haben wir hier gemacht. Wobei, ja, ich würde tatsächlich noch mal ein bisschen Sand hier hinstellen. Ja, jetzt habe ich mir natürlich selber ein Ei gelegt dahingehend, dass wir die Autobahn genommen haben. Das geht so nicht. Okay, schieben. Ja, jetzt geht's. Okay, hier also zweimal Sand. Dann sieht man, das führt hier tatsächlich schon zu erhöhtem Verkehrsaufkommen. Nanoröhren. Oh, der hat keine Straße. Nein, nicht Autobahn. Lasset uns Beton nehmen. So, jetzt hat er eine Straße. Sonst noch jemand ohne Straße? Nö. Oh, aber hier schlängelt es, macht und tut. Das ist natürlich auch eine komische Einfahrt hier. Machen wir das doch so. Das geht, glaube ich, besser. Und wenn sie eh hier hin wollen, dann machen wir hier Folgendes. Du ziehst nochmal um. Gerne hier hin. Und dann gibt das hier auch nochmal eine Verbindung. Gerne sogar breit. Und das Teil brauche ich. Da rein. So, da müssen sie nicht hier quer durchs Zeug durch, dann kommen sie hier direkt hin. Hier machen wir noch eine Abkürzung. So, dann ist das auch ein bisschen verbessert. Gehen hier raus und gucken. Ja, eben Sand. Ja, ihr kriegt ja alles Sand. Hier oben hätten wir auch noch Platz. Aber ich wollte doch jetzt hier irgendwas... Ach ja, genau, logisch. Das neue Teil. Hier, das Recyclingzentrum. Warum ist das blau? Das hat einen Einzugskreis. Guck mal. Aber warum braucht ein Recyclingzentrum? Ne, das haben wir noch gar nicht gesehen. Beton und Stahl brauchen sie einfach zum Bau, logischerweise. Macht das Sinn hier? Was macht es denn? Wisst ihr was, wir stellen es einfach mal hin. Okay, jetzt können wir ja mal gucken. Da steht nichts. Ich muss noch mal kurz zur Forschung. Recycling. Reduziere deinen Ressourcenverbrauch, indem du industriellen Abfall in den benachbarten Fabriken weiterverarbeitest. Aha, okay. Das klingt eigentlich soweit einladend. Den Ressourcenverbrauch senken. Also, die brauchen weniger Ressourcen. Ja, dann gehen wir mal gucken. Wer braucht denn hier viele Ressourcen? Im Prinzip alle. Ich denke, das ist eine relativ selige Erfindung, was wir hier haben. Wir müssen es nur jeweils irgendwo hinstellen können. Bei dem Platzmangel, den wir mittlerweile haben. Nee, geht nicht. Hier geht's. Ja, machen wir mal. Dann gucken wir mal. Hat jemand sonst noch Meldungen? Ja, wir sehen das ja. Guck mal, das ist sogar farblich hervorgehoben. Die roten sind wahrscheinlich wirklich bis zum Anschlag. Wie soll ich sagen, die könnten das wirklich gut gebrauchen, sagen wir es mal so. Während die anderen das eigentlich nicht so brauchen. Möchte ich da hinsetzen? Nee, geht genau nicht. Hier geht's. Brauchst du einen Straßenanschluss? Das Ding braucht gar keinen Straßenanschluss. Dann setzen wir es doch einfach mal hier random hin. So. Ja, das hilft natürlich schon auch, definitiv. Guck mal, die werden gleich blau, die Gebäude. Sehr schön. War ihm wichtig, dass wir eben keinen Straßenanschluss brauchen. Dann können wir das nämlich vernünftig setzen hier. Oder auch nicht. Weil wir einfach grundsätzlich hier keinen Platz mehr haben. Da würde ich aber das Ganze so machen, dass wir hier... lass mich mal schnappen. Wir ziehen mit dem mal um. Ah, genau, kein Platz. Ist nicht zu fassen. Guck mal den Bonus, den wir hier hätten. Ohne Ende. Naja, machen wir dich dahin. Straße kriegst du gleich. So, kann ich hier? Nee, passt halt immer noch nicht rein. Du musst auch noch kurz weichen. So, den Bonus haben wir ja. Jetzt ist aber wieder irgendein Strom im Weg. Ja, machen wir dich hier hin. Jetzt, bevor ich es vergesse, die Straße. Aber man sieht schon, man hat hier relativ gut zu tun. Also, man hat immer gut zu tun. Und das ist natürlich schön, dann wird es nicht langweilig. Das ist ganz klar. So, gucken, Recycling. wo war's denn jetzt? Nein, da nicht. Hier? Nein. Doch, hier. Nee, das ist die Heimroboterfabrik.
Da ist es. So, kriege ich es jetzt dahin? Das ist schon das Recyclingzentrum, ja. Warum war es denn jetzt gerade mal kurz grün? Das passt da immer noch nicht hin. Da ist immer noch was im Weg. Oh, wie doof ist das denn? Ja, gut. Wenigstens wird angezeigt, was im Weg ist. Weil dann können wir damit nämlich umziehen. Und zwar hierhin. Ist immer noch was im Weg. Auch umziehen, bitteschön. Das möchte ich nicht umziehen. Ich krieg's nicht gefasst. Jetzt. Zack. Okay, aber hier, das ist immer noch irgendwie. Dann musst du noch rüber. Echt jetzt, das kriege ich hier nicht hin? Irgendwas ist hier einfach nicht ideal. Wenn ich mit dir ganz weggehe, das hilft irgendwie auch nichts, so wie es aussieht. Da war eine Stelle. Hier. Okay, jetzt haben wir es hier doch noch hingekriegt. Gut, ich würde das gerne noch weiterziehen. Wir haben überall hier noch so rote Sachen. Einmal so. Halt wirklich überall, wo wir irgendwie den Platz haben. Einmal so. Und so können wir natürlich versuchen, dass wir nach und nach die roten Gebäude alle wegkriegen. Ja, und zur Not müssen wir halt wirklich umziehen mit gewissen Sachen. Das haben wir ja jetzt gesehen. So, einmal so. Da noch so ein Teil. Haben wir irgendwo noch was Massivrotes? Ja, hier oben. Hier auch nochmal. Das hat, glaube ich, nichts gebracht. Ach nee, das hängt wieder irgendwie da im Ding drin. So, jetzt müsst's was... Ach, du hast... Hä? Recyclingcenter. Du bist ein Recyclingcenter. Jetzt braucht die... Die brauchen doch eine Straße. Guck mal. Hä? Die brauchen doch die anderen nicht. Oh nö, die brauchen ja doch eine Straße. Warum wurde das denn vorher nicht angezeigt? Habt ihr das gesehen, dass das angezeigt worden wäre? Wie doof ist das denn? Jetzt muss ich mit denen nochmal umziehen. Oder ich muss jedem von dem eine Straße servieren. Ja gut, dann machen wir das halt. Dann kriegst du halt eine. Jawohl, das hat schon gereicht. Ja, das müsste man jetzt aber deutlich erkennen. Überall, wo halt eine Straße fehlt, wird das ja dargestellt. Oh, hier hat wieder was gelevelt. Das möchte so auch wieder nicht mehr funktionieren. Geh mal dahin und du rückst eins rüber. Jawohl, das passt auch schon. Hier unten, ja, die brauchen tatsächlich einen Straßenanschluss. Ich dachte wirklich beim ersten Bau, dass die keinen brauchen. Aber ist jetzt auch nicht so ein Drama. Dann machen wir hier halt einen Straßenanschluss. Ist jetzt auch nicht so schwierig. Wobei gewisse Teile haben wir hingestellt, da wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Straßenanschluss. Oh, hier leveln sie auch schon wieder. Wir sind aber auf dem normalen Tempo, also das passt. Ja, dann haben wir die hier. Okay, passt. Sonst gerade noch jemand, der levelt? Nö, aber hier wieder ein Straßenanschluss. Jawohl, das passt schon. Haben wir sonst gerade noch was? Wie gesagt, ja, hier hinten. Ich sehe es schon. Aber wir haben Glück gehabt. Wir haben die Teile doch so hingestellt, dass wir relativ gut an den Straßenanschluss rankommen. Jawohl, das passt da ebenfalls. Hier noch. Wie komme ich denn auf die Idee, dass die keinen Straßenanschluss brauchen? Wie gesagt, ich dachte, ich hätte gesehen, als wir es hingestellt haben, dass sie zuerst keinen gebraucht hätten. Jetzt hat es geklappt. Einmal außenrum. Auch nicht schlecht. Und hier noch? Ja gut, für künftige Recyclingteile wissen wir es, dass wir die Straße brauchen. Da müssen wir da nicht mehr nachrüsten. Hier unten noch. Nee, reicht noch nicht. Jetzt. Und? Nochmal irgendwo? Nicht genug Strom in Netz 1. Aha. Was haben wir am Beton? Ich würde sagen, es wäre mal wieder Zeit für ein Atomkraftwerk. Das hätten wir gerne beim Uran. Das war hier oben. Geht nicht, aber hier geht's. Zack, okay. Dauert jetzt natürlich wieder ein Momentchen, bis die Uran kriegen. Wie viel Strom haben wir denn? Beziehungsweise wie viel zu wenig? Ja, doch ordentlich. Da will ich aber mal kurz warten, bis der tatsächlich hier ans Uran rankommt. Der hat ja hier Bagger. Hier hat der Bagger. Also die kriegen hier schnell ihr Uran. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich mag das Spiel immer noch sehr, muss ich gestehen. Ich hoffe, ihr auch. Ganz einfach, weil man hat halt wirklich überall was zu tun. Dort ist was, hier ist was. Und jetzt haben wir tatsächlich ein Recyclingteil. Da können wir dafür sorgen, dass die nicht so viele Ressourcen brauchen. Das finde ich doch eigentlich schon mal relativ angenehm. Gut, danke fürs Zusehen. Bis auf die Moin. Tschüss.